So ein richtig modernes Glascockpit in einem modernen Verkehrsflugzeug, das ist doch schon wirklich was richtig Besonderes. Man sieht alles völlig klar und detailliert auf großen Monitoren, alles total übersichtlich und dadurch ja auch irgendwie sicher. Und man fliegt ein mehrere hundert Tonnen schweres Flugzeug mit dem kleinen Ding da in der Ecke. Aber so eine moderne Technik, die kann doch auf gar keinen Fall nur Vorteile haben. Was passiert denn, wenn das alles ausfällt? Wenn ich nur noch schwarze Bildschirme im Cockpit habe, dann kann mir doch keiner erzählen, dass ich das Flugzeug mit dem kleinen Sidestick da noch landen kann. Lasst uns mal ein bisschen genauer über diese Thematik sprechen, denn am Sonntag war ein modernes Verkehrsflugzeug quasi unkontrollierbar und hat trotzdem noch seinen Weg sicher zurück zum Boden gefunden. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und erst einmal sind wahrscheinlich die Informationen zu dem besagten Flug am Sonntag wirklich interessant. Aber vorweg möchte ich gleich mal sagen, es gibt nicht wahnsinnig viele Informationen. Um ganz genau zu verstehen, was da wirklich wie am Sonntag irgendwo falsch gelaufen ist, muss man die genauen Probleme kennen. Man muss wissen, was die da wirklich oben für Probleme hatten. Und es tut mir leid, ich bitte euch da um Verständnis, ich weiß das leider auch nicht. Und deswegen können wir nur das einzig Vernünftige tun. Wir können ein bisschen allgemeiner über diese ganze Thematik sprechen und uns ein bisschen darüber unterhalten, was denn passiert, wenn man in einem solch modernen Verkehrsflugzeug essentielle Systeme, essentielle Steuerungssysteme und essentiell wichtige Instrumente verliert. Am Sonntag war nun also eine Embraer E190LR der Air Astana vom Wartungsstandort in Alverca, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, in Portugal, auf dem Weg zurück nach Hause. Allerdings, bereits kurz nach dem Start, knapp 12 Minuten nach dem Start, meldeten sich die Piloten beim Fluglotsen mit massiven Steuerungsproblemen und machten mit den Worten Mayday, Mayday, Mayday einen Notfall draus. An Bord des Flugzeuges befanden sich neben den beiden Piloten, die am Steuer der Maschine saßen, soweit ich weiß, noch ein weiterer Pilot und drei Techniker der Air Astana. Also das waren quasi die Passagiere, die mit diesem Flugzeug nach Hause fliegen sollten. Es waren also insgesamt 6 Menschen an Bord und ihr erkennt jetzt auf den Flightradar-Aufzeichnungen, was in den nächsten 2 Stunden nach dem Abheben mit diesem Air Astana-Flugzeug passierte. Höhe, Geschwindigkeit und Kurs des Flugzeuges veränderten sich quasi dauerhaft und das wirklich massiv. Und die Piloten erwähnten mehrmals ausdrücklich über Funk, dass sie keine Kontrolle mehr über das Flugzeug haben. Und genau das ließ auch der aufgezeichnete Flugweg der Air Astana Embraer so erkennen. Die sind da dutzende wild aufeinander folgende, völlig sinnfrei erscheinende Kurven geflogen und wenn man dazu jetzt auch noch den Funk hört, dann ist man eigentlich komplett verwirrt. Da kann ich euch nur wieder, wie im letzten Video auch, das Video von Vasa Aviation empfehlen. Da wurden diese gut 2 Stunden Flugzeit auf, ich glaube, knapp 40 Minuten zusammengekürzt. Das sind 2 Teile, also 2 Videos. Ich packe euch die beiden wieder mit in die Infokarte und wenn ihr dann versucht, das Ganze einmal anzuschauen und das dann alles so ein bisschen nachzuvollziehen, dann ist die Verwirrung eigentlich perfekt. Die Piloten erwähnen nun also mehrfach während des Fluges im Funk, dass das Flugzeug in diesem Zustand unkontrollierbar ist und sie entschieden sich recht kurz nach dem Start für eine Notwasserung. Und auf die mehrfache Bemerkung des Fluglotsen, dass die Crew quasi direkt über einem Fluss kreist, sagten sie, dass sie gerne einen Kurs haben möchten, um Richtung Atlantik zu fliegen. Und allein daran lässt sich schon erkennen, dass hier wohl etwas ganz gewaltig schief läuft. Denn die Piloten entscheiden sich ja damit für eine Option, von der sie ganz genau wissen, dass die Chance auf ein Überleben hier eigentlich gleich null ist. Notwasserung auf dem Atlantik mit einem nahezu unkontrollierbaren Flugzeug bei schlechtem Wetter. Und es war schlechtes Wetter rund um Lissabon an diesem Tag. Das kann man eigentlich gar nicht überleben. Man scheint sich also zu diesem Zeitpunkt quasi schon damit abgefunden zu haben, dass man mit diesem Flugzeug nicht mehr heil am Boden ankommen wird. Und dann wählt man lieber eine Fläche, von der man ganz genau weiß, dass es eine große ebene Fläche ist und dass man dort keine Opfer am Boden fordern wird. Und da sind die Chancen vielleicht noch ein bisschen höher, dass man das Flugzeug halbwegs in einem Stück runterbringt. Einige portugiesische Medien berichteten dann bereits am Sonntagnachmittag, dass die Crew auch mit einem massiven Instrumentenausfall zu kämpfen hatte. Also, dass sie alle essentiell wichtigen Instrumente zum Fliegen verloren hatten. Das wurde so von den Piloten des Fliegers im Funk nicht explizit erwähnt. Da wurde lediglich immer wieder von massiven Steuerungsproblemen berichtet und davon, dass das Flugzeug unkontrollierbar sei. Also sage ich hier auch nochmal dazu, ich konnte wirklich leider nicht herausfinden, welches System des Fliegers da an welcher Stelle wo wie irgendwo versagt hat. Das sind Informationen, die es entweder noch gar nicht gibt und erst noch rausgefunden werden müssen oder halt eben Informationen, die für uns zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht zugänglich sind beziehungsweise die uns einfach nicht bekannt sind. Deswegen lasst uns einfach ein bisschen allgemeiner über die ganze Thematik Instrumentenausfall sprechen und darüber reden, was denn da passiert sein könnte. Der größte Vorteil des modernen Glascockpits kann sich bei einem Ausfall der kompletten Elektrik des Fliegers natürlich schnell zum größten Nachteil entwickeln, denn dann wird es im Cockpit irgendwann richtig dunkel. Wenn einzelne Bildschirme ausfallen, kann man die Informationen, die dort eigentlich angezeigt werden, auf andere Bildschirme schieben. Aber wenn die komplette Elektrik ausfällt, dann sieht es irgendwann ziemlich mau aus. Ich weiß, unter euch Zuschauern sind sogar ein paar Leute dabei, die in diesem Air Astana-Fall interessante Embraer E190 fliegen. Und
deswegen freue ich mich wie immer über ein paar detaillierte Kommentare zu diesem Thema, wenn ihr möchtet. Allgemein lässt sich aber eigentlich über diese Flugzeuge sagen, und das gilt auch zum Beispiel für einen Fly-by-Wire A320, dass ein Verlust der kompletten Elektrik nicht gleich einen kompletten Kontrollverlust und damit Absturz bedeutet. Auch ein Fly-by-Wire A320 kann man dann im Notfall, wenn wirklich alles weg ist, zum Beispiel noch über den sogenannten Horizontal Stabilizer und das Ruder einigermaßen steuern. Ob man das Flugzeug so landen kann, das ist wiederum eine andere Frage, weil ja dann neben der wichtigen Elektrik auch der noch viel wichtigere Hydraulikdruck fehlt. Richtig ekelhaft wird es aber dann, wenn das Wetter nicht mitspielt. Denn der beste Ersatz für den künstlichen Horizont im Cockpit, egal in welcher wie vielfache Ausführung der da irgendwo im Cockpit vorhanden ist, der beste Ersatz ist natürlich der Horizont, den man draußen sehen kann, wenn man vorne aus der Scheibe rausguckt. Und wenn man den nicht sieht, dann kann das sehr schnell sehr problematisch werden. Und ihr merkt schon, da geht man langsam wirklich an die Grenzen des Machbaren. Und damit so etwas praktisch gar nicht vorkommen kann, genauso wie die Titanic praktisch gar nicht untergehen kann, sorgt man natürlich dementsprechend vor. Stichwort ist hier Redundanz. Und das kann man natürlich extrem weit zurückdenken. Warum sitzen überhaupt zwei Piloten im Cockpit? Auch das ist ganz klar Redundanz. Nicht unbedingt, weil einer von den beiden ausfallen kann. Auch das ist selbstverständlich möglich. Und dann kann auch ein Pilot ein Verkehrsflugzeug landen. Das funktioniert durchaus. Aber es sitzen vor allem mindestens zwei Personen da vorne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei unterschiedliche Leute die gleiche falsche Entscheidung treffen, die ist natürlich deutlich geringer, als wenn nur eine Person da sitzen würde und nur eine falsche Entscheidung treffen muss. Und von da an geht das Spiel natürlich weiter. Allein dadurch, dass wir zwei Piloten haben, benötigen wir alle wichtigen Fluginstrumente mindestens zweimal. Einmal links, einmal rechts. Wir brauchen Sidestick oder Steuerhorn mindestens zweimal. Dreimal wird nicht so wirklich viel Sinn machen, aber okay. Mindestens einmal links und mindestens einmal rechts. Und wir haben mindestens zwei Triebwerke, die nicht gerade stark genug sind, um das Flugzeug mit zwei laufenden Triebwerken in die Luft zu kriegen, sondern die Dinger sind so stark, dass eins ausreichen würde, um das Flugzeug sicher in der Luft zu halten. Und das kann man jetzt natürlich noch ewig so weitertreiben. Machen wir aber nicht. Wichtig ist nur zu wissen, dass alle Systeme, die wirklich zwingend benötigt werden, dass die unabhängig voneinander mindestens zweimal vorhanden sind. Tja, und wenn wir jetzt ein Flugzeug nehmen mit zwei Triebwerken und da fallen beide Generatoren an den beiden Triebwerken aus. Und dann funktioniert die Auxiliary Power Unit hinten im Heck auch nicht. Und dann funktioniert die Ram Air Turbine, die ja eigentlich quasi schon der letzte Schritt ist, die funktioniert dann auch nicht, die eigentlich komplett sicher ist. Dann haben wir immer noch die Batterie, die für Minimum 20 Minuten hält. Und wenn die auch nicht funktioniert, dann wird es wirklich dunkel im Flugzeug. Das ist da allerdings am Sonntag so nicht passiert. Das nur mal so, um zu zeigen, wie viel da eigentlich wirklich nicht funktionieren und ausfallen muss, bevor man da wirklich im Dunkeln sitzt. Aber gut. Selbst wenn man alle großen wichtigen Bildschirme verliert, dann sieht es schon echt düster aus und dann muss man sich auf dieses kleine, mittlerweile trotzdem auch elektrische Standby-Instrument konzentrieren und jedes Flugzeug hat dazu noch einen altmodischen Kompass. Klingt schon mal gar nicht schlecht, dann hat man doch eigentlich ziemlich sichere Sachen. Aber damit ein Flugzeug fliegen, ein großes Verkehrsflugzeug mit den beiden kleinen Dingern und mit so wenig Informationen und das dann auch noch ohne Sicht, das ist, glaube ich, völlig irre. Die Piloten der Air Astana-Maschine fragten mehrfach nach einem Kurs, der sie in Richtung Meer bringen würde. Und sie konnten diesen Kurs nie halten oder gar nicht wirklich einnehmen. Und ja, wenn man dann mal überlegt, ein Flugzeug mit Steuerungsproblemen zu fliegen, nach diesem Kompass da, das klingt für mich schon ziemlich herausfordernd, weil der auch sehr fehlerbehaftet ist. Und damit zu den Steuerungsproblemen. Auch hier wissen wir wieder nicht, welche Steuerungsprobleme bei dieser Air Astana Embraer da wirklich wann, wie, wo aufgetreten sind. Aber wir wissen, dass Steuerungsprobleme sich natürlich in unterschiedlichster Art und Weise zeigen können. Zum Beispiel können einzelne Steuerflächen des Fliegers blockiert sein, aus welchen Gründen auch immer, weil sie zum Beispiel zugefroren sind oder weil sie sich schlicht und einfach nicht mehr bewegen lassen. Und dafür gibt es dann im sogenannten QRH, im Quick Reference Handbook, hier zum Beispiel von einer Embraer E170, gewisse Procedures, die man durchführt, um sich ein Backup zu schaffen oder die Kontrolle womöglich zurückgewinnen zu können. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Steuerflächen vielleicht falsch herum reagieren. Bedeutet, man dreht das Steuerhorn nach links und das Flugzeug dreht nach rechts. Das fühlt sich bestimmt voll komisch an und so lässt sich ein Flugzeug natürlich nicht sicher fliegen. Und damit sowas schon im Idealfall direkt am Boden auffällt, testet man einmal kurz, ob dort alle Steuerflächen so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und da sollte sowas dann eigentlich auffallen. Aber eine Sache gilt dann bei allen Steuerproblemen gleichermaßen. Die Piloten haben hoffentlich genug Zeit, um herauszufinden, wie sich diese Steuerprobleme auf das stabile Fliegen des Flugzeuges auswirken.
und Sie haben hoffentlich genug Zeit, um quasi zu lernen, wie das Flugzeug auf diese neue Art und Weise fliegt und reagiert. Dabei hängen sich die Piloten an drei Worte, die sie eigentlich aus der ersten Flugstunde kennen. Aviate, Navigate, Communicate. Und das in genau dieser Reihenfolge und nicht irgendwie andersrum. Und das, genau das haben die Air Astana-Piloten am Sonntag auch so gemacht. Sie haben versucht herauszufinden, wie ihr Flugzeug jetzt auf diese neue Art und Weise fliegt und funktioniert. Sie haben versucht, die Maschine wieder unter Kontrolle zu bringen. Und wenn man dafür das Steuerhorn nach vorne drücken muss, um die Nase hochzunehmen und nach links drehen muss, um eine Rechtskurve zu fliegen, dann ist das halt so. Man muss versuchen zu erkennen, wie das Flugzeug mit diesen Steuerproblemen fliegen kann und wie es sich damit stabil in der Luft halten lässt. Ein gut ausgetrimmtes Flugzeug lässt sich dann auch noch mit Schubveränderung steuern. Heißt, man kann die Nase hoch und runter nehmen, indem man beide Triebwerke gleichzeitig ansteuert, oder man steuert sie einzeln an, um das Flugzeug in eine Kurve zu zwängen. Dass das so semi-gut funktioniert, das dürfte klar sein. Kleine Sportflugzeuge kann man dann sogar steuern, indem man einfach sein Körpergewicht nach vorne oder nach hinten verlagert oder indem man zum Beispiel die Türen öffnet, dann kann man Kurven fliegen. Ein Flugzeug in diesem Zustand dann aber noch zu landen und dann auch so zu landen, dass man es erstens überlebt und zweitens den Flieger im Idealfall danach auch noch benutzen kann, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Die Air Astana-Piloten haben nach über einer Stunde Flugzeit und nach Dutzenden wahrscheinlich extrem steilen, unkontrollierten Kurven und nach Geschwindigkeitsveränderungen zwischen 130 und knapp 400 Knoten und Höhenveränderungen zwischen 5000 Fuß und knapp 19.000 Fuß irgendwann herausgefunden, wie sie ihr Flugzeug kontrollieren können und wie sie so stabil und vernünftig irgendwo hinfliegen können. Und dann sind sie mit Hilfe der Lotsen und mit Hilfe von zwei Kampfjet-Piloten nach Richtung Bescher geflogen, zu einem Militärflugplatz, an dem das Wetter besser sein sollte. Und nach zwei missglückten Anflügen hat man es tatsächlich geschafft, die Embraer E190 in diesem Zustand mit den Steuerungsproblemen dort zu landen. Und das nach etwas mehr als zwei Stunden Flugzeit. Damit kann man sich wohl wirklich glücklich schätzen. Es ist wirklich gut, dass das nicht anders ausgegangen ist. Ja. Und jetzt steht die Maschine selbstverständlich immer noch da unten und Ermittler sind jetzt dran, daraus zu finden, was da wie nicht funktioniert hat und wie es überhaupt erst dazu kommen konnte. Und wenn wir mehr darüber wissen, wenn es da vielleicht einen Bericht zu gibt oder wenn es neue Informationen dazu gibt, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal erwähnen und ein bisschen mit euch darüber sprechen, weil das interessiert mich wirklich sehr, was da schiefgelaufen ist. Naja, so viel also zu diesem Thema. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und schaut gerne mal auf aeronewsgermany.de vorbei. Vielen lieben Dank und tschüss.